Dass man die gleichzeitig looten muss. So. Und wieder anziehen. Anziehen. Vor mir liegt noch einer dann. Aber da hinten steht noch einer. Der muss ja mega loot sein. Ja. Kann man nicht looten? Doch, doch jetzt. Go. Und go. Da steht noch einer, da ist noch einer. Einen sehe ich bis jetzt nur. Ne, da sind noch mehrere links. Ich versuche das jetzt mit meiner Axt zu machen. Ich mache jetzt Nahkampf. Die Nahkampf-Uschi bin ich jetzt. Die Musik wird auch wieder lauter. Hier liegt auch C4. Kopf ist ab. Gut. Kannst hier ist eine Granate. Ach, eine Granate habe ich ja auch noch. Zeichen. Warte. Und go. An alle, die das Spiel spielen, ich habe mal eine Frage, da könnt ihr mich gerne spoilern, wenn das das ist eigentlich gar kein Spoiler, aber seid ihr jetzt schon mehrmals in den Höhlen gewesen und wenn ja, spawnen die wieder nach? Ja. Oder bleiben die? Im alten The Forest war es auch so. Im alten The Forest war das so, ja, aber im neuen? Deswegen die Frage. Ja, Alex, okay. So, jetzt geht's aber rechts und links, ne? Wieder. Hier vorne war es ja auch, ging's rechts rum und links. Ach so, ja, dann gehen wir erstmal rechts. Weil da ist die Musik. Ja, dann dachte ich vor. Wieder so. Coconut Cherry, Future Bar. From when you need it most. Ja, richtig, Barone. Muni-Verbrauch auch mal, Barone. Ich meine, klar, du kannst den Trick nutzen und sagen, ich lock mich jedes Mal wieder aus und ist halt wieder die Munition an Ort und Stelle. Aber... Babys? Ist das wirklich Sinn und Zweck? Viele Babys? Wollen wir eine Bombe werfen? Oder eine Granate? Ich habe jetzt einige Granaten. Ich muss die nur suchen, wo die sind in meinem Inventar. Oben in der Kiste. Danke. Oben, schwarze Kiste. Danke. Und wie kann ich den Zünder zünden? Einfach linke Maustaste in eine Richtung werfen. Ja, klappt. Auch mal eins. Wie schnell ist denn das? Nee, ich wollte ja die Axt benutzen. Die habe ich noch nicht in meinem Inventar. Die moderne. Vorsicht, Vorsicht, das hört sich sehr dumpf an. Was liegt hier? Kann man vielleicht auch schleichen? Oh nein, oh nein. So, mein Akku ist klar, alle von der Batterie. Jetzt da hinten ist was aufgebahrt. Also. Die. Duck dich mal, geh mal in. Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh. Guck mal, dahinter dem hängt was. Betäubungskollektor. Paddel, da läuft was! Da werfst du jetzt eine Granate rein. Das geht nicht. Was ist das? Ein Betäubungsgewehr. Oh, Paddel, das geht nicht. Das ist ein. Das, da müssen wir jetzt rein. Paddel! Geht doch. Ihh, das ist
dieses Riesenbaby. Oder oben leuchtet noch was. Was ist das? Oh, Klamotten. Eine taktische Jacke collected. Wo? An der Decke, an der Decke. Ah, hier. Wo ist die? Ja, die kannst du jetzt wahrscheinlich der Uschi geben, ne? Oder dem Kelvin oder wem auch immer. Geht's hier noch irgendwo weiter? Jetzt bin ich mal gespannt. Meine Lampe ist klar alle. Ja, siehst du den Pöpp? Ist wieder an. Achtung, hier ist noch Alkohol. Nee, die kann ich aber nicht aufnehmen. Aber eine könnte ich aufnehmen. Ja, genau, eine könnte ich aufnehmen. Wir müssen am Ende gegen so ein Riesenbaby, geplatztes Riesenbaby kämpfen, wie bei... Aber das ist eine Einrichtung hier. Na, vielleicht die andere, wir haben doch gesagt, ihr mal links rum, ihr mal rechts rum. Vielleicht nur ja, wir laufen jetzt zurück, ja. Testen wir mal, ob es die Seite ist. Denn. Ja. Oh Gott, ich muss aufs Klo. Zeig mal das Baby. Ja, ich kann ja auch nicht mehr. Warte mal kurz, Paddel. Guck hier. Siehst du das? Das ist so ein Glitchmonster, so ein Schleimding. Dann stell dich dorthin. Ich stell mich hinter dich, geh auf Toilette. Du musst aber mehr reinleuchten, dass die Leute mehr was sehen. Ja, aber wie soll ich das machen? Du hast doch eine Taschenlampe. Nimm doch deine Taschenlampe. Wie soll ich das machen? Da stehe ich ja mit dem Rücken zu dir. Da kriege ich ja von hinten den auf den Sack. Und jetzt kannst du doch an mir vorbeileuchten. Du kriegst von hinten auf den Sack. Du darfst jetzt von hinten an mich ranpaddeln. Du hast jetzt die Erlaubnis. Ja, ich stecke jetzt den Speer von hinten rein. Okay, Codewort Speer. Ja, genau das meinte ich, Matze. Ab auf Toilette. Wie das Baby aus Resi 8. Ja. Ich komme gleich wieder, warte. Derzeit. Chefin. So. Puh. Was von hinten auf dem Sack? Ist das die männliche Version von durch die Brust ins Auge? Ben Wofer, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Oh Gott. Okay. Was hast du denn jetzt gemacht? Achso, du brätst dir gerade einen Fisch. Ja, ne, ich schau mir hier das Zeug mal. Weil das ist ja das Gute jetzt in dem Tafogel. Dass wenn du was drehst, kannst du es ja vom Essen vom Feuer wieder runternehmen und in den Inventar packen. Wie also das geht? Eigenen baust du ja nicht. Das geht, ja. Ach, das wusste ich noch. Rein, du kannst alles durchkochen und einfach nur einzeln antippen, aber nur einmal, nicht lange. Und das durchkochen und wieder ins Inventar mitnehmen. Ah. Wenn es die Farbe verändert, dann einfach nehmen. Okay. Einfach kurz drauf. Nicht lange. Ja, okay. Mhm. Okay, jetzt ist es soweit. Einmal muss ich essen und den Rest tippe ich nur kurz an. Ja. So. Jetzt hast du geguckt. Geil. Wieder was gelernt von Bernd. Mega. Okay. Bereit. Zurück.
Achtung, das sind Babys. Wahrscheinlich hängt das Radio nur hier, damit man erst hier lang geht, um zu wissen, was dann hinter Tür B liegt. Was auf einem zukommt. Jetzt wird's lustig, Leute. Vielleicht können wir aber auch gar nicht durch die Türen, weil wir nicht kommen. Ich glaube auch nicht. Obwohl, mit C4? Hier liegen Leuchtfackeln, die kann ich nicht mehr nehmen. Nee, hier ist. Oder? Nee, das ist in dem Gelände. Warte, ich werf mal eine Granate. Ja, warte, lass mich auch weg. In dem Gelände. Ja. So, kann man jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber wir müssen eh noch mal ganz unten, wo man am Ende gefightet hat, müssen wir eh noch rechts hinter, ne? Nee, das. Nach links hinter, wo man. Gab's da noch eine Abzweigung? Mhm. Was wir auch noch nicht benutzt haben, ist unsere Seilrutsche bei unserem Zuhause auch. Ne? Du kannst ja auch dir Seilrutschen an deinem Home bauen, was richtig cool ist. Ne? Ja, hier muss man noch hin. Ah, okay, genau, richtig. Denk dran, wenn du mehrere auf einem Fleck siehst. Ist rechts hinter uns was? Nee. Geht's da lang? Nee. Ich weiß nicht, was ich von dem Schwimmreifen halten soll. Darfst du, ja, dann sag was zu den Seilrutschen, Alex. Ja, klar. Siehst du was? Nee. Kein Loot, nichts liegt rum. Du kannst Baumstämme an die Seilrutschen hängen. Wie geil! Oh, dann müssen wir das machen, Alex. Geil. Ich bin noch geduckt. Irgendwann seilen sich hier die Zwillinge ab. Irgendwann ist es soweit. Seil? Eine Luftmatratze. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Drin. Ja. Bei dem Bogen. Eine Luftmatratze, das ist ja sehr skurril. Was, Luftmatratze? Wo ist er jetzt? Okay. Hier müssen wir bestimmt tauchen. Da. Depp-Chef.
Geht es auch im Wasser? Ja, ne? Ich probiere mal keinen Boden. Leuchte du mal, ich mach mal einen feinen Bogen. Ja, ich muss erstmal meine Taschenlampe, die habe ich noch nie benutzt. So, bitteschön. Siehst du was? Ein Hai in der Höhle? Ist aber auch nicht sehr realistisch, oder? Den gerade nicht. Nee, 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 wir wollen Muni sparen, Black Dragon. Du bist. Du, der ist unter Wasser. Ich glaube, der ist tot. Der kommt gleich hoch. Guck. Der ist tot. Ist ja auch nicht realistisch, ne? Drei Pfeile. Aber looten kann ich den nicht. So, wo geht's hier runter? Wie komme ich hier hoch? Und hier hinten. Hier sind wieder Laken. Hier sind Schädel. Hier sind Knochen. Hier ist eine Taucherflasche. Und eine Taucherausrüstung. Hier ist ein Hut. Hier ist eine Dose. Ich glaub, Hut. Die Taucherausrüstung. Ja, die meine ich doch. Hier ist ein Hut. Hier ist Alkohol. Geil, kann ich wieder Mollys basteln und Tücher haben wir auch bekommen. Leiterplatte. Das heißt, wir müssen auch bestimmt hier runtertauchen. Ne? Müssen wir bestimmt runtertauchen oder rüber erstmal, runter rüber. Ja, rüber, na warum? Von da kommen wir ja. So, wo ist die? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ein Moment. Also. Einen Moment. Zack und zack. Ach, die Tüten. Da. Zack. Zack, zack. Und zack, zack, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und was fehlt noch? Ah ja, das. Ist aber Tau. So. Jetzt habe ich keine Dingsbumse mehr. Okay. Ich suche weiter noch ab. Warte mal. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss bestimmt wieder zurücktauchen, ne? Ich habe einen rohen Arm und ein rohes Bein. Noch ein Arm. Hier liegt kein Alkohol, was man mitnehmen kann. Hier liegt noch mehr Beine und Arme. Aber man sieht schön. Also man sieht auf jeden Fall besser als in der Forest. Aber ich komme mal zurück. Hier liegt noch was zu trinken. Und hier liegt noch Kabel. Und das war's. Und jetzt würde ich tauchen. An den Wänden, an der Decke, guck da mal. Ich habe jetzt nur den Boden abgeleuchtet. Und da oben sind wir gekommen. An der Wand steckt hier auch nichts mehr. An der Decke steckt hier nichts mehr. Hier sind noch die Leuchtfackeln. Dreaming in Holograms. Und wie dieser dieses Betäubungsgewehr funktioniert. Und das war's. Oberhalb. Jetzt was, Dingsbumse? Ja. Hallo. Hallo vom Feld. Servus. Nehmen wir noch einen Energy-Drink.
Ja. Bist du die Wände hier schon abgedingsbumst? Ja, ja, hab ich. Okay, dann muss ich jetzt aber trotzdem erstmal mein Tauchgerät in die Hand nehmen. Irgendwie ausrüsten. Was ist denn das eigentlich? Eine Papierzielscheibe. So, Tauchgerät tragen. Hab ich an. Was brauchen wir noch, Paddel? Nix mehr, ne? Nee. Ist einfach tauchen, oder? Ich nehme noch mal einen Energy Drink. Hallo Kikipa, gute. Na, alles klar. Wie tief bist denn du getaucht? Oh, man sieht ja den Boden. Okay. Ja, den Hai, den haben wir gerade kaputt gemacht, Kikipa, ja. Und Alpha Orbit, gute! Viel Spaß im Leben! Oha, da hat wieder jemand Chili gegessen, Matze. Paddel? Man kommt draußen raus. Gustav, Gustav, Jujuba. So sieht's aus, Alex. 5 Eier oder mehr. Deswegen war der Hai auch da in der Höhle. Jetzt wissen wir es. Ihr habt einen blinden Hai getötet. Das ist doch jetzt aber die Höhle. Nee, das ist ein anderer Strand, wo wir jetzt waren, ne? Nee, das ist die Höhle am Strand, ja. Genau, da vorne sind wir reingegangen. Mhm. Okay. Und hier liegen wieder tote Haie. Mhm. Wollte ich mal gucken, ob ich mit der Axt den Kopf abbrauche. Nein, das sind Wale! Und der Wal hat eine Hand gefressen. Das sind Wale. Ja, man kann aber den nicht den Kopf abbrennen. Hier liegt noch ein Seilpaddel. Und ein Schuh. Ein Paddel. Ein Paddel, ja. Ein Paddel liegt der Paddel. Boah, ist das schön. Da oben an der Baumgrenze hast du gebaut, Kikipa. Wie geil. Oh nein, wir haben schon wieder Besuch. Ich mag nicht mehr. Paddellauf. Ist ein dicker. Das stört ihn gar nicht. Doch, das stört ihn. Jetzt hat er die Tasche verloren. Er ist doch tot. Ach so. Aber er vibriert bei mir noch. Aber was denn? Ich weiß nicht, ob du die Tasche auch aufnehmen kannst, weil ich hatte ihn aufgenommen. Wir sind im Schneebiom abgestürzt, Matze. Mit dem Heli. Okay, warte kurz.
Oh ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5 und was fehlt mir noch? Immer eine Sache fehlt mir. Ja, genau vom Feld. Wie so ein Alien-Baby, ja. Ich will immer auf Nummer CJ gehen, Matze. So sieht's aus, ja. Komm, wir gucken uns hier mal um. Es ist sowieso, wie viel Uhr haben wir denn? Ach, wir haben ja jetzt morgens, Tag 17. Wir können ja erstmal zu unserem Shelter vor unserer Höhle gehen, dort abspeichern. Ich habe das Shelter mitgenommen. Wird mir aber als Haus angezeigt. Vor der Höhle. Ich habe das Shelter eigentlich mitgenommen. Meine ich. Du bist doch verwirrt. Ich weiß. Habe ich doch gerade gemacht, die Lady. Mache ich schon die ganze Zeit. Zapper, Philipp. fünf Kannibalen. Ja, kannst behalten. Schwimm doch durchs Wasser. Die können doch nicht schwimmen. Nee, Shelter hast du nicht abgebaut, das steht hier noch. Ich würde gerne trotzdem wissen, was da ist. Könnt ihr euch nur an die Anfangsszene erinnern, als wir abgestürzt sind? Jemand hat uns ja abgeschossen und dann, wo ist denn das? Ach, da hinten. Und dann kam jemand und hat uns niedergeschlagen. Und jetzt laufen hier Menschen rum. Ach, da waren wir hier drin, ne? Und jetzt laufen hier Menschen rum, die auch eine Mutantenrüstung anhaben. Merkt ihr was? Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt abholen? Ja, jetzt kann ich es ja mitnehmen. Wenn ich es überhaupt noch mitnehmen kann. Ja, anscheinend. Ach, ich habe meine Flasche noch an. Ablegen. So. Gut, ich würde aber trotzdem gerne da noch so ein bisschen hin, ne? Nee. Ja, das geht ja darum vom Fels. Wir hatten in The Forest, wenn du die Story kennst, da ist es so, dass du ein außerirdisches Artefakt am Ende bedienst, was die Flugzeuge runterholt vom Himmel. Und je nachdem, welches Ende du hast, es gibt ja zwei Enden in The Forest, du kannst ja mit diesem außerirdischen Artefakt deinen Sohn retten oder du benutzt eben dieses Artefakt nicht, lässt das Flugzeug und die Menschen in dem Flugzeug am Leben und dafür hast du aber deinen Sohn nicht. Ne? Du musst halt eine krasse, ja, eine krasse Entscheidung treffen. Und wir haben jetzt in diesen Höhlen, in denen wir jetzt schon waren, herausgefunden, dass es auf dieser Insel auch ein Artefakt gibt und einen Cube, der schon gefunden worden ist. Und wir hatten in eine Höhlenmalerei gefunden, da stand in dem Cube ein Mensch. Also, es wird wieder um Menschenopferung gehen. Es wird irgendeiner muss sich wieder opfern und du musst wahrscheinlich wieder am Ende eine krasse Entscheidung treffen. Also ich bin gespannt. Ich habe beide Enden durch, aber die Flugzeuge wurden von einer Maschine im Bossraum betrieben. Das Artefakt war extra und angeblich ist es ja die gleiche Insel. Ja, du meinst das kleine Artefakt. Ich meine ja das große, was das Flugzeug runtergeholt hat. Und Fuchsgang! Klung. Wenn du den Berg anguckst, könnte es die gleiche Insel sein. Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
Wo ist denn eigentlich meine Anja? Ich hab Hunger. Ich will mich jetzt hier noch ein bisschen umgucken. Nee, die Insel ist aber nicht die gleiche. Das ist ja das Irritierende. Die Insel ist größer. Und hat auch kein Sinkhole. Nee, nee, es ist ja nicht die gleiche Insel vom Fels. Es ist definitiv nicht die gleiche Insel. Wo ist eigentlich unsere Virginia? Der wir die Waffe einfach so gegeben haben, die jetzt abgehauen ist. 4-mal größer, Matze. Ja, das haben sie aber im Testbericht, also im Trailer gesagt, dass die 4-mal größer sein soll. Kommt da ungefähr hin. Ja. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Meinst du nicht? Wollen wir mal da rumlaufen? Hier am Strand rechts rum noch? Du läufst aber gerade links, rechts. Ja. Es gibt sau viele neue Kannibalen und es gibt auch... warte mal. Wir haben hier unser... Wir haben hier unseren... Wir haben noch gar keinen Namen für den. Also wir haben Heidi und Peter. Unsere Zwillinge haben wir. Und dann haben wir die neuen Höhlenmutanten. Ohne Gesicht. Dann haben wir... Tja, wie heißt denn der Klaus? Wie wollen wir den denn nennen? Das Zähnchen. 4-mal größer, aber sollte angeblich die gleiche Insel sein. Ist wie in Harry Potter. Die Schule sieht ja in jedem Teil anders aus und ist komplett anders aufgebaut. Dann muss ich mit meiner Theorie kommen vom Fels, weil wir hier Bücher gefunden haben mit parallelen Universen. Und ich weiß, es war für ein oder andere von euch sehr weit hergeholt, aber vielleicht sind wir auf derselben Insel. Vielleicht ist das dieselbe Virginia, wie wir sie kennen, in The Forest. Aber hier sind wir in einem Paralleluniversum, wo diese Insel anders ausschaut. Wo Virginia keine 6 Arme hat, sondern nur 3 Beine. Und 3 Arme. Harry Potter ist auch eine Zauberschule. Genau, in einem Paralleluniversum, ne? Oh, guck mal, Paddel, das sind Pilze, wollte ich sagen. Das sind Zelte. Es kommt halt drauf an, ob man's glaubt oder nicht glaubt. Oh, schade, kann man nicht mitnehmen. Aber in dem, ne, wir haben das halt nur mal gefunden. Und Granaten? Was soll ich sagen? Flintenlauf. Munition. Das sind alle unsere Kollegen, ne? Schaltet das gute Ende vom ersten Teil an. In der After-Scene ist der Hinweis hierfür. Ja, ja, das habe ich auch gesagt. Oh. Das habe ich auch gesagt, dass es eigentlich ein Hinweis war damals, ne? Na, wir sind da, Alex, hör auf, so aufgeregt zu sein. Da sind wir doch noch nett. Du weißt doch ganz genau, ich habe ein kleines Looter-Näschen. Ich tue schon alles looten, keine Angst. Keine Angst. Eins nach dem anderen. Hier sind noch Granaten. Die habe ich. Und hier ist eine Machete. Eine Machete.
Wir haben noch eine Machete gefunden. Ode an Virginia. Genau, Daniel. Das beste Madonna-Cover. Ja, Mann, das war lustig gestern. Ich habe mir die Clips auch nochmal angeschaut, ey. Schaue ich gerade wieder in der Wohnung vorbei, zerschlägt mein Kind gerade beim Gucken-Simulator mit einem Topf den Fernseher, auf dem die Rezepte stehen, kaputt. Ich glaube, das erste Mal, dass nicht mal die Chefin geschafft. Nee, hab ich nicht. Die Machete ist mega gegen die Babys. Okay, geil. Und Jack, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Geht's da noch irgendwie weiter oder so? Nee, oder kann man hier noch rumschwimmen? Wollen wir hier mal rumschwimmen, paddeln? Sind dann zwar ziemlich weit vom Schuss. Aber da hinten ist noch ein grüner Punkt, zu dem wir könnten. Und dann könnten wir den mitnehmen. Ich muss nicht schwimmen. Nee, ich muss auch nicht schwimmen. Ist zwar weit, aber wir haben ja einen Schlafi dabei. Oh, oh, das sind wieder. Das ist wieder ein Lager von den Bösen. Oh, Black Dragon war so Not. Oh, Muscheln. Ja, das ist ein Lager von den Bösen. Wir könnten die ja mal machen, ne? Mhm. Hast du Bock? Ich hab nur Bock. Geil. Warte, ich nehme eine Granate. Ach so, jetzt habe ich ja nur zwei Granaten. Nee, dann nehme ich eine Bombe. Eins, zwei, drei. Ich kann nur nicht so weit schießen. Das ist so blöd. Bleib genau da. Guck, der guckt nämlich. So, der ist schon mal tot. Der Dicke ist schon mal tot. Den habe ich auch. Oder rennen aber einige weg. Ist nicht gut. Hier sieht doch so ein Typ angeleint. Oha, ne? Ja. Warte, ich guck mal, ob man den durchschneiden kann. Nee. Wie wollen wir ihn denn nennen? The Finger Joe. Sieht aus wie so kleine Finger. Hallo Marek! Frage, weiß jemand, wie man mit dem GPS-Pfeil seine Markierungen platzieren kann? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also kann ich dir das auch nicht sagen, weil ich gar nicht wusste, dass das geht. Eine kleine... Oh, das ist aber eine Mini-Machete hier. Oh ja, Baby, oh ja, Baby, oh ja. Oh, können wir wieder was essen? Konserven. Ah, die Konserven kannst du kombinieren zu Katzenfutter. Was sollst du dann damit machen? Was ist das, was wir dafür brauchen? Ach, ein Dosenöffner. Ach, du kannst die Konserven gar nicht essen, du brauchst dafür einen Dosenöffner. Das ist Katzenfutter, Paddel. Das ist damit gemeint. Ach so. Du brauchst einen Dosenöffner, um die Dosen zu öffnen. Da steht übrigens noch einer. Oh, ist das geil gemacht. Hat schon was, ne?
Ui. Zerstörte Pappenslager. Oh. Wurde mir aber als Machete markiert. Und wird so benannt, Kelly. Deswegen sage ich auch Machete dazu. 1000 Fingerchen. Der Penispeter. Oh Gott. Ich bin müde und muss unbedingt eine Plane finden. Flymaster, herzlich willkommen. Normalerweise hast du eine Plane direkt bei dir, wenn du abstürzt. Warum hast du das nicht? Jetzt ist er frei. Warum? Warum machst du das? Ich mag das nicht, wenn Leute angekettet sind. Ach so. Ja, das glaube ich eben auch, Marek. Dass das nicht geht. Von da hinten kommt wieder ein Karl-Heinz. Das sind noch 2, 3. Die anderen sind deine Pfeile, die gelben. So, und... Go! Achso, go. Nee, nee, City Lady, der Marek fragt, ob man mit dem GPS etwas markieren kann, eine Stelle, aber das kann man nicht. Soweit wie ich weiß. Aber die Höhlen sind markiert. Was willst du denn markieren? Markierungen platzieren? Nee. Eigentlich ist immer alles auf deinem GPS markiert. Aber ich weiß, was du... Ah, du meinst die Kreuze, ne? Wo du ausgraben musst. Nee, das weiß ich nicht. Mit dem GPS geht das, Alex. Und wie soll das funktionieren?